Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir haben heute Morgen das Thema, wozu gibt es Edelsteine vor uns? Das Thema ist nicht ganz original von mir. Es gibt nämlich ein sehr gutes Buch von Professor Gitt, wozu gibt es Sterne? Und da habe ich gedacht, ja, das ist ein guter Titel. Und machen wir den Titel hier, wozu gibt es Edelsteine? Das wäre vielleicht der Beginn einer Serie. Man könnte dann weiterfahren. Wozu gibt es Musik? Wozu gibt es Tiere? Und dann habe ich mir auch schon überlegt, ein nächster Band wäre dann, wozu gibt es Pflanzen? Und so weiter. Aber heute eben, wozu gibt es Edelsteine? Meine Predigt besteht aus drei Teilen, wobei der Hauptteil ist der letzte. Wir beschäftigen uns mit Edelsteinen im Buch Hiob, danach mit Edelsteinen im Jenseits. Und schließlich unser Hauptthema heute Morgen, Edelsteine im neuen Jerusalem. Es geht uns ganz besonders um die 12 Edelsteine in Offenbarung 21. Nun also Edelsteine im Buch Hiob. Hiob lebte ja gemäß Hiob 1, Vers 1 im Lande Uz. Das sind die Berge von Südjordanien. Dort war Hiob zu Hause in den Jahrhunderten nach der Sintflut. Das heißt, am Ende des dritten Jahrtausends vor Christus. Hier sehen wir von der Wüste Negev aus im Hintergrund die Berge von dem Lande Uz. Das Land Uz liegt damit natürlich ganz in der Nähe von Timna. Timna, nördlich von Eilat, in der Negev-Wüste. Dort finden wir ein grandioses Bergbaugebiet seit der frühesten Zeit nach der Sintflut. Man hat in den archäologischen Ausgrabungen der vergangenen Jahre ein Netz von vielen Kilometern langen Stollen entdeckt. Hier sieht man einiges von den Überresten, die da nach Bodenschätzen gegraben haben. Typischerweise wurden Löcher in den Boden gegraben, so wie man es hier sieht, da ging man in die Tiefen der Erde hinein, aber dann in den Tiefen selbst wieder Seitenstollen, Seitenkanäle, um da diese wunderbaren Dinge aus der Finsternis der Erde hervorholen zu können. Hier sehen wir zwei solcher Eingänge von oben in den Boden gegraben. Rechts sieht man sogar noch diese herausgehauenen Stufen, um da sich in diese Stollen hinabzuhängen. Da noch zwei Beispiele. Nun, das gibt uns genau den Hintergrund für Hiob 28. In diesem herrlichen Kapitel hat Hiob über die Weisheit gesprochen und sich gefragt, wo findet man die Weisheit Gottes, die wahre Weisheit? Und auf dem Hintergrund, dass gerade in seiner Nähe ein so großes Bergbaugebiet war, zu seiner Zeit, versteht man den Text viel konkreter. Hiob 28,1, denn für das Silber gibt es einen Fundort und eine Stätte für das Gold, das man läutert. Eisen wird hervorgeholt aus der Erde und Gestein schmelzt man zu Kupfer, so wie es ganz besonders in Timna der Fall war, wo man viel Kupfer gefunden hat. Er, der Mensch, hat der Finsternis ein Ende gesetzt und durchforscht bis zur äußersten Grenze das Gestein der Finsternis und des Todesschattens. Er bricht einen Schacht fern von dem Wohnenden. Die von dem Fuße Vergessenen hangen hinab, fern von den Menschen schweben sie. Die Erde, aus ihr kommt Brot hervor und ihr Unteres wird zerwühlt wie vom Feuer. Ihr Gestein ist der Sitz des Saphirs und Goldstufen sind darin. Ein Pfad, den der Raubvogel nicht kennt und den das Auge des Habichts nicht erblickt hat, den die wilden Tiere nicht betreten, über den der Löwe nicht hingeschritten ist. Er, der Mensch, legt seine Hand an das harte Gestein, wühlt die Berge um von der Wurzel aus, Kanäle haut er durch die Felsen und allerlei Köstliches sieht sein Auge. Er dämmt Flüsse ein,
dass sie nicht durchsickern. Und Verborgenes zieht er hervor an das Licht. Aber die Weisheit, wo wird sie erlangt? Und welches ist die Stätte des Verstandes? Kein Mensch kennt ihren Wert, und im Lande der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir. Und das Meer, das sich auch ganz in der Nähe von Timna befindet, das Rote Meer im Süden. Und das Meer spricht, sie ist nicht bei mir. Geläutertes Gold kann nicht für sie gegeben und Silber nicht dargewogen werden als ihr Kaufpreis. Sie wird nicht aufgewogen mit Gold von Ophir, mit kostbarem Onyx und Saphir. Gold und Glas kann man ihr nicht gleichstellen, noch sie eintauschen gegen ein Gerät von gediegenem Gold. Korallen! Und man bedenke, dass gerade südlich von Timna im Roten Meer ganz besonders schöne Korallenriffe zu finden sind. Korallen und Kristall kommen neben ihr nicht in Erwähnung, und der Besitz der Weisheit ist mehr wert als Perlen. Nicht kann man ihr gleichstellen den Topas von Äthiopien. Mit feinem Gold wird sie nicht aufgewogen. Die Weisheit nun, woher kommt sie? Und welches ist die Stätte des Verstandes? Denn sie ist verborgen vor den Augen aller Lebendigen, und vor den Vögeln des Himmels ist sie verhüllt. Nun, aus diesem Kapitel können wir ein wichtiges Fazit, eine wichtige Schlussfolgerung ziehen. Edelsteine gehören zu den schönsten Dingen der materiellen Welt, die Gott erschaffen hat. Aber die Weisheit Gottes steht weit über ihrem Wert, über dem Wert der schönsten Dinge in dieser sichtbaren Schöpfung. Jetzt gehen wir weiter zum Thema Edelsteine im Jenseits. In Ezekiel 28 finden wir eine Prophetie über den damaligen Fürsten von Tyrus. Ein übler, gottloser Mensch. Aber dann in Vers 12 geht der Prophet plötzlich über die Person des Fürsten von Tyrus hinaus und beschreibt den bösen Geist, von dem er beseelt war, der Satan. Und es wird plötzlich klar im Text, da ist nicht mehr von einem Menschen die Rede, nein, sondern von einem Engel, einem Cherub, der einst von Gott vollkommen erschaffen worden war, aber dann gefallen ist. Der Satan, der den Fürsten von Tyrus beherrscht hatte. Vers 12 in Ezekiel 28. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sprich zu ihm. So spricht der Herr der Ewige, der du das Bild der Vollendung warst, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Hier ist nicht der spätere Garten Eden gemeint, den Gott auf Erden für die Menschen errichtet hat, sondern das himmlische Original, das Paradies im Himmel, von dem der Garten für Adam und Eva nur ein irdisches Abbild war. Aber das Urbild im Himmel, darum geht es hier. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Allerlei Edelgestein war deine Decke, Sardis, Topas und Diamant, Chrysolith, Onyx und Jaspis, Saphir, Karfunkel und Smaragd und Gold. Das Kunstwerk deiner Tamburine und deiner Pfeifen, so korrekt übersetzt. Es gibt Übersetzungen, die haben diese Stelle ein bisschen entstellt. Aber das ist ganz klar im Hebräischen, das Kunstwerk deiner Tamburine. Es geht hier um Musikinstrumente. Das Kunstwerk deiner Tamburine und deiner Pfeifen war bei dir. An dem Tage, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Hier wird der Tempelberg erwähnt, aber natürlich nicht der Tempelberg auf Erden, sondern der himmlische Tempelberg, das himmlische Zion, das auch in Hebräer 12 erwähnt wird. Und in diesem himmlischen Tempel war dieser Cherub ein Musikerengel inmitten all dieser feurigen, funkelnden Edelsteine. Vollkommen warst du in deinen Wegen, von dem Tage an, da du geschaffen worden, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handels wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg und habe dich, du schirmender Cherub, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Also hier erfahren wir, es gibt sogar im Jenseits Edelsteine. Und das führt uns zu Fazit 2
Edelsteine sind so wunderbar und bedeutsam, dass Gott sie sowohl im Diesseits als auch im Jenseits erschaffen hat. Und das muss uns eben zur Frage führen, wozu gibt es diese Edelsteine? Was bedeuten sie? In Offenbarung 4 sehen wir, wie Johannes entrückt wurde in den Himmel. Und er wurde unmittelbar ins Zentrum des Paradieses entrückt, nämlich in den himmlischen Tempel, und zwar dort ins Allerheiligste. Dort sah er Gottes Thron, die Bundeslade. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die eine Posaune mit mir reden, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Alsbald war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand in dem Himmel. Und auf dem Throne saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis. Und ein Regenbogen war rings um den Thron von Ansehen gleich einem Smaragd. Hier wird Gottes Herrlichkeit beschrieben im Himmel, aber mit Vergleich zu Edelsteinen, die wir aus dieser Schöpfung kennen. Das ist nun unser Fazit Nummer 3. Edelsteine sprechen von Gottes Herrlichkeit. Gott hat Edelsteine geschaffen, damit wir besser wissen, was es heißt, wenn die Bibel spricht über Gottes Herrlichkeit. Ich habe einen Bekannten, der ist blind geboren worden. Und das war natürlich für mich die große Gelegenheit, herauszufinden, wie denken Blindgeborene. Das ist ja schon etwas sehr Spezielles, nicht wahr? Ich verweise nur auf Johannes 9. Und ich habe diesem gläubigen Mann gefragt, ja, wie ist das, wenn du über Heilsgeschichte nachdenkst? Wie stellst du dir das vor, das, was früher war, das, was später war? Nun, ihr arbeitet in einem Radiostudio im Archiv, und er sagt, ja, ich habe in meinem Archiv so Schubladen, und je weiter die Schubladen runtergehen, desto älter sind die Dinge. Also ich sehe die Heilsgeschichte so wie diese Schubladen, wo es immer weiter runtergeht. Gut, und dann wollte ich wissen, und wie stellst du dir das vor, wenn man spricht von Herrlichkeit? Er hat noch nie Licht gesehen. Dann sagt er, ja, als er ein Kind war, da hatte man ihm seine Schuhe ganz gut geputzt, und dann hat man ihm gesagt, das ist jetzt eben Glanz, Herrlichkeit. Und aufgrund also seiner ganz gut geputzten Schuhe kann er sich etwas darunter vorstellen, was Herrlichkeit bedeutet. Aber stellen wir uns mal vor, diesen Vorteil, den wir haben, dass wir Edelsteine, wunderbar geschliffen, die das Licht in ihre Farben zerlegen und funkelnd weitergeben, das kennen wir, und so können wir noch besser verstehen, was es heißt, wenn die Bibel über Gottes Herrlichkeit spricht. Jetzt lese ich noch aus Offenbarung 21,10. Es geht um das neue Jerusalem. Johannes soll die Braut des Lammes sehen, und dann sieht er aber eine Stadt, das neue Jerusalem. Und er führte mich im Geiste hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommend aus dem Himmel von Gott, und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Das ist eine interessante Stelle. Hier finden wir nochmals diesen Jaspis, den wir schon in Offenbarung 4, Vers 3 gefunden haben, im Vergleich mit Gott. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein. Aber hier wird nun gesagt, in Offenbarung 21,11, Jaspis ist ein sehr kostbarer Edelstein, ein kristallheller Edelstein. Nun, jeder, der Jaspis kennt heute, weiß, das ist ein Halbedelstein, nicht ein sehr kostbarer, es ist ein Halbedelstein, und er ist nicht durchsichtig. Ja, aber hier steht, ein sehr kostbarer Edelstein, und dann wie ein kristallheller Jaspisstein, also durchschimmernd. Nun, hier haben wir ein Problem. Die Namen von Edelsteinen haben im Lauf der Geschichte ihre Bedeutung manchmal geändert. Es gibt Edelsteinnamen, die sind immer gleich geblieben. Aber es gibt gewisse Steine, die haben zu verschiedenen Zeiten Unterschiedliches bedeutet.
und das, um das Ganze noch komplizierter zu machen, auch gleichzeitig an verschiedenen Orten haben gleiche Namen zum Teil verschiedene Steine bezeichnet. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Problem war, als ich letztes Jahr wieder als Übersetzungsberater für die Revision der tadschikischen Bibel in Dushanbe war, Zentralasien, und da sollte ich beraten, wie man die Edelsteine übersetzt. Und es ist natürlich so, dass im Tadschikischen eben die Namen ganz unterschiedlich gebraucht worden sind in der Vergangenheit, je nach Ort. Und eben überhaupt in der Geschichte hat es solche Veränderungen gegeben. Das ist also ein ziemlich schwieriges Thema, aber nicht ein hoffnungsloses Unterfangen. Es braucht einfach ein bisschen Arbeit. Nun, hier sehen wir, der Jaspis im Neuen Testament ist ein sehr kostbarer Edelstein und er ist durchsichtig wie Kristall. Er bezeichnet den Diamanten. Also im Neuen Testament ist der Jaspis der Diamant. Der Diamant ist der härteste Edelstein, ja überhaupt das härteste Material, das wir hier auf Erden kennen. Man teilt ja die Härten der Materialien ein von 1 bis 10. Diamant hat die Härte 10. Und man muss sagen, der Diamant ist der herrlichste aller Edelsteine. Und so weist also der Diamant, der eben von Gottes Herrlichkeit spricht, auf den hin, von dem wir in 2. Korinther 9, Vers 15 lesen, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Der Diamant hilft uns, etwas von der Herrlichkeit des Herrn Jesus zu erkennen. Und dann lesen wir 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bilde, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn den Geist. Ein ganz interessantes Mittel, wie wir Jesus Christus ähnlicher werden können. Was muss man tun, um ihm ähnlicher zu werden? Sich irgendwie ganz besonders Mühe geben. Oder was muss man tun? Nun, hier finden wir eine Erklärung. Wir müssen uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Wenn wir ihn im Wort Gottes anschauen, dann werden wir automatisch in sein Bild verwandelt. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Darum ist die Beschäftigung mit der Person des Herrn Jesus ganz wesentlich fürs christliche Leben. Es gibt viele Gläubige, die sagen immer, ja, also bei jeder Predigt, was hat jetzt das fürs Praktische mir gebracht? Was habe ich jetzt daraus gelernt? Gut, eigenartig, die Gleichen können manchmal nicht sehr erfreut sein, wenn man sehr konkrete Gebote aus dem Neuen Testament aufzeigen kann. Ja, da hätte man ja genügend praktische Anweisungen. Zum Beispiel, 1. Timotheusbrief, muss man mal durchlesen. Alle Befehlsformen, alle Imperative. Man findet etwa 30 Imperative. Da haben wir schon 30 Gebote beieinander. Ich war im Judentum, ist man stolz. Wir haben in der Tora 613 Gebote. So hat man die verschiedenen Gebote in den 5 Büchern Mose systematisiert. 613. Ja, wir haben im Neuen Testament noch viel mehr. 30, 1. Timotheusbrief, der ist ziemlich kurz. Nehmen wir den 2. Timotheusbrief, da findet man auch 30 Imperative. Und dann nehmen wir noch den kleinen Titusbrief dazu, nochmals etwa 30. In meiner Bibel habe ich die Imperative, die Befehlsformen besonders angezeichnet, da findet man sie sofort wieder. In der kürzesten Zeit hat man da 90 Gebote beieinander, nur in diesen 3 kleinen Briefen. Aber jetzt haben wir noch ein paar andere Briefe, ja? Und das Neue Testament besteht aus noch mehr als nur den Briefen. Ja. Wir kommen auf viel mehr neutestamentliche Gebote als die Tora im Judentum. Ja, aber eben, wie wird man dem Herrn ähnlicher? Wir müssen uns mit seiner Herrlichkeit beschäftigen. Ihn anschauen in seinem Wort. In 1. Johannes 1, Vers 5 lesen wir, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Gottes Wesen ist Licht. Und er bewohnt nach 1. Timotheus 6 ein unzugängliches Licht. Und keiner der Menschen hat ihn in seiner absoluten Gottheit je gesehen, noch kann ihn sehen. Aber dieser Gott hat sich geoffenbart. Und diese Diamanten, die brechen das Licht und verbreiten es in ihrer ganzen Schönheit und in ihrer ganzen spektralen Breite. Und so
kommen wir dem Thema immer näher. Was bedeuten die Edelsteine? Wozu sind sie da? Hebräer 1, Vers 1, da lesen wir, nachdem Gott im Alten Testament gesprochen hat durch die Propheten, am Ende dieser Tage hat er zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend und so weiter. Hier wird davon gesagt, dass der Herr Jesus die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist. Es gibt Übersetzungen, die haben Abglanz, ist zu schwach. Könnte man gerade am Rand korrigieren und reinschreiben. Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Gott ist in seiner absoluten Gottheit unzugänglich für das Geschöpf. Denn keiner der Menschen je gesehen hat, noch sehen kann. Und trotzdem wollte sich Gott uns Menschen und auch der Engelwelt offenbaren. Und darum konnte Gott auch im Alten Testament eine Gestalt annehmen, die erträglich war. Und so finden wir die Erscheinungen Gottes im Alten Testament. In Jesaja 6, der Prophet sieht Gott auf dem Thron. Wie ist das möglich? Man kann Gott nicht sehen. Das ist der Herr Jesus, der eine Gestalt angenommen hat, um Gott für den Menschen erträglicherweise sichtbar zu machen. Und später ist er schließlich im Fleisch gekommen, als wirklicher Mensch, um zu zeigen, wer der dreieine Gott ist. Und so ist der Herr Jesus die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Und darum kann man nur über den Herrn Jesus Gott, den dreieinen Gott, kennenlernen. Darum sagt 1. Johannes 2, wer den Sohn hat, hat den Vater. Aber es wird nie gesagt, wer den Vater hat, hat den Sohn. Der Weg geht immer über den Sohn. Und so sagt der Herr Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Weil Gott sich im Sohn offenbart. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Wie in den Psalmen, da steht plötzlich Sela, der Chor, der das Wort Gottes singt, schweigt. Es kommt ein levitisches, musikalisches, instrumentales Zwischenspiel, damit die Hörer im Tempel über das gehörte Wort Gottes aktiv nachdenken können. Thank you.
Wir kommen nun zu den Edelsteinen im neuen Jerusalem. Nochmals Offenbarung 21, ab Vers 9 diesmal. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommend aus dem Himmel von Gott. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Diamant. Hier steht im Griechischen Jaspis, aber wir wissen, im Neuen Testament ist Jaspis der Diamant. Darum hier, wie ein kristallheller Diamant. Wer ist das Neue Jerusalem? Was ist das Neue Jerusalem? Nun, Johannes wird gesagt in Vers 9, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Und als er dann auf den Berg geht, sieht er aber eine Stadt. Das heißt, das ist eine Frau, die aber auch als Stadt beschrieben wird. Das finden wir noch einmal in der Offenbarung, nämlich die Hure, die gleichzeitig genannt wird Babylon, die Große, in Offenbarung 17. Und dort geht es um die falsche Kirche, die sowohl als eine Frau, eine untreue Frau, als auch als eine Stadt beschrieben wird. Und hier finden wir als Kontrast zur falschen Kirche die wahre Kirche, die Gemeinde, die aus allen Erlösten, allen Bekehrten besteht, seit Pfingsten, Apostelgeschichte 2, bis zur Entrückung. Und so können wir also sagen, das Neue Jerusalem hier ist eine symbolische Beschreibung der Gemeinde in der Zukunft. Aber, da sind vielleicht manche enttäuscht, ich habe immer gedacht, wenn ich in die Herrlichkeit des Himmels komme, werde ich diese Stadt dann sehen. Kein Problem, die werden wir trotzdem sehen. Aber in der Bibel wird diese Stadt, die Gott gebaut hat im Himmel, genannt das himmlische Jerusalem. Hebräer 11, die Stadt, die schon Abraham erwartete. Und auch Hebräer 12, das himmlische Jerusalem, dort wird auch der himmlische Berg Zion erwähnt. Und in Galater 4 wird dieses Jerusalem genannt Jerusalem droben. So wie die Rabbiner das Jerusalem im Himmel nannten, Jerusalem Lemala. Das ist Jerusalem droben, im Gegensatz zu Jerusalem Lemata, Jerusalem unten. Und auch das wird in Galater 4 erwähnt. Also es gibt eine wirkliche Stadt im Himmel, die Gott als Urbild erschaffen hat. Jerusalem auf Erden sollte ein irdisches Abbild sein von diesem Urbild, aber sowohl Urbild als Abbild haben eine sinnbildliche Bedeutung, und das Sinnbild ist die Gemeinde. Also, es gibt diese Stadt mit diesen Edelsteinen und so weiter, aber in Offenbarung 21 wird diese Stadt eben konkret beschrieben, um die Herrlichkeit der Gemeinde zu beschreiben. Und sie hat die Herrlichkeit Gottes. Lichtglanz wie ein kostbarer Edelstein, der Diamant. Ich lese jetzt weiter den Text. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Nach Osten 3 Tore und nach Norden 3 Tore und nach Süden 3 Tore und nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundlagen und auf denselben 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, auf das er die Stadt messe und ihre Tore und ihre Mauern. Und bei diesen Maßen muss man natürlich an das Urbild denken, das es eben konkret gibt im Himmel. Und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, auf das er die Stadt messe und ihre Tore und ihre Mauern. Und die Stadt liegt viereckig. Und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Und ungefähr 2280 Kilometer. Also man hat die Mühe, die Stadt auf den USA, auf dem Staatsgebiet, aufzuzeichnen. Und nochmals, die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Also 2280 Höhe, Breite, Länge. Ein vollkommener Kubus. Nun, in der Stiftshütte war das Allerheiligste ein Kubus.
10 mal 10 mal 10 Ellen. Und so wird hier gezeigt, dass die Gemeinde eben allerheiligsten Charakter hat. Ich lese weiter, Vers 17, und der maß ihre Mauer 144 Ellen, das ist nicht die Höhe gemeint, sondern die Breite, eines Menschenmaß, das ist des Engels. Das heißt, Menschenmaß und Engelmaß ist das gleiche Maß. Und der Bau ihrer Mauer war Diamant und die Stadt reines Gold gleich reinem Glas. Also der gesamte Mauerbau ist aus Diamant. Die Grundlagen der Mauer der Stadt waren geschmückt mit jedem Edelstein. Die erste Grundlage Diamant, die zweite Saphir, die dritte Chalcedon, die vierte Smaragd, die fünfte Sardonyx, die sechste Sardis, die siebte Chrysolith, die achte Beryl, die neunte Topas, die zehnte Chrysopras, die elfte Hyazinth, die zwölfte Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, je eines der Tore war aus einer Perle und die Straße der Stadt reines Gold wie durchsichtiges Glas. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, auf dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden durch ihr Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore sollen bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird da selbst nicht sein. Nun, Gott ist das Licht, aber die Stadt hat die Aufgabe, Gottes Licht, Gottes Wesen auszustrahlen. In ihrer ganzen Herrlichkeit, in ihrer ganzen Spektralbreite. Das ist eine ganz wesentliche Aufgabe der Gemeinde in der Zukunft. Aber sie ist es eigentlich schon jetzt. Man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen und nicht wird in sie eingehen irgendetwas Gemeines und was Gräuel und Lüge tut, sondern nur die geschrieben sind in dem Buch des Lebens des Lammes. Nun, schauen wir uns den ersten Stein der Grundlage an. Diamant, der auch ihrem Gesamteindruck entspricht. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes, Vers 11. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein wie ein kristallheller Diamant. Vers 19, die erste Grundlage der Stadt war Diamant. Nun, wie gesagt, Diamant ist das härteste Material und das weist hin auf Gott, der Höchste, der Allmächtige, der einfach über allem steht. Da kommt manchmal die Frage, wer hat Gott erschaffen? Ist gar nicht nötig, die Frage, weil er in sich selbst ewig ist und ohne Zerfall. Wir fragen nur bei all den Dingen, die irgendwie zerfallen, wo ist der Anfang? Aber jemand, der immer gleich ist, sich nie verändert, der hat das Sein in sich selbst. Und der Diamant weist also hin auf Gott, der Höchste, wo man nicht noch weitergehen kann. Was ist noch härter als Diamant? Diamant kann man nur mit Diamant ritzen. Es gibt nichts Härteres als Diamant. Psalm 83, Vers 18. Und dass sie erkennen, dass du allein, dessen Name der Herr ist, der Höchste bist über die ganze Erde. Das wird ausgedrückt durch diese erste Grundlage von Diamant. Wir gehen weiter. Die Grundlagen der Mauer der Stadt waren geschmückt mit jedem Edelstein. Die erste Grundlage Jaspis, das ist der Diamant. Und die zweite nun Saphir. Griechisch Saphiros. Hier sieht man einen unbearbeiteten Saphir und sieht das Besondere, es gibt darin so kleine Goldpunkte. Heute sagen wir dem nicht Saphir im Deutschen, sondern Lapis Lazuli. Und das haben wir ja schon in Hiob 28 gelesen. Der Saphir wurde dort erwähnt und dann heißt es, Goldstufen sind darin. Das ist der Lapis Lazuli. Den man hier auf dem Bild sieht. Und das spricht direkt vom Himmel. Das Blau vom Himmel und dann die Goldpunkte darin von den Sternen. 2. Mose 24, Vers 10. Da heißt es von den Ältesten Israels. Und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie ein Werk von Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Nun, der Saphir weist hin auf den Sohn Gottes, der vom Himmel her gekommen ist in diese Welt. In Johannes 16, 28 sagt er, ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen.
damit war er schon ewiger Sohn. Bevor seinem Kommen, er ist ja vom Vater ausgegangen. Nicht später ist der Vater sein Vater geworden durch Zeugung, sondern er ist von dem Vater ausgegangen, in die Welt gekommen. Und dann sagt er, und wiederum gehe ich aus der Welt zurück zum Vater. Das ist die Herrlichkeit des Saphirs. Die dritte Grundlage war Chalcedon, griechisch Chalkedon. Das heißt auf gut Deutsch Kupferstadt. Das Wort Chalk, diese Wurzel Chalk bezeichnet Kupfer. Das ist eine Stadt in der Türkei. Das war ein ganz wichtiger Fundort in der Antike und Handelsort des Chalcedon. Also es geht nicht darum, dass der Chalcedon ein Kupferstein wäre, aber sein Name bringt ihn mit Kupferstadt, Kupferstätten in Verbindung. Kupfer hat einen Schmelzpunkt bei 1084,6 Grad. Das ist das Material in der Stiftshütte gewesen mit dem höchsten Schmelzpunkt. Höher als Silber und Gold. Und darum wurde Kupfer verwendet auch für den Altar, der ständig da im Feuer, dem Feuer ausgesetzt war. Und so ist das Kupfer eben ein Bild des Leidens. Der Herr Jesus musste unter der Hand Gottes leiden. Jesaja 53, 10. Es gefiel dem Ewigen, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Der Herr Jesus ist in das Feuer des Gerichtes Gottes, das wir in Ewigkeit verdient hätten, hineingegangen in den Stunden der Finsternis, als Gott ihn verlassen hatte. Und nun, darin besteht ja eine ganz besondere Herrlichkeit seiner Person, dass er bereit war, in dieses Leiden hineinzugehen. Obwohl er im Voraus wusste, was da auf ihn zukommen würde. Das Gericht, das wir in Ewigkeit im Feuersee verdient hätten, das auf sich zu nehmen am Kreuz. Und so kann jeder, der den Herrn Jesus angenommen hat als seinen Retter, mit Paulus sagen, Galater 2, Vers 20, der Sohn Gottes, der mich geliebt, ganz persönlich, mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat. Und dieser kostbare, herrliche Chalcedon spricht eben von der Herrlichkeit dessen, der bereit war zu leiden unter dem Feuer Gottes. Die vierte Grundlage war Smaragd. Hier sehen wir einen Smaragd im natürlichen Zustand. Griechisch steht hier Smaragdos, auf Hebräisch heißt er Bareket. Barak ist der Blitz, Bareket ist der Blitzstein. Natürlich eben von der Schönheit des Smaragds, wenn er das Licht wie ein Blitz von sich wirft. Nun, wovon spricht dieser grüne Stein? Es gibt ihn in verschiedenen Varianten. Ganz besonders kostbar ist natürlich der Smaragd aus Kolumbien, der bis zum Tiefgrün gehen kann. Man muss dann unter der Lupe die Struktur anschauen, da kann man sehr schon einiges darüber sagen, ob der Smaragd wertvoll ist oder nicht. Matthäus 24, Vers 27, da sagt der Herr Jesus, denn gleich wie der Blitz ausfährt, von Osten und scheint bis gen Westen, also wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. So beschreibt der Herr Jesus einmal, wenn er kommen wird, um das letzte Wort über diese Welt zu sprechen. Wie ein Blitz wird er kommen. Und davon spricht natürlich der Blitzstein, Bareket, der Smaragd. Und noch etwas. In 2 Samuel 23, 4 spricht David so wunderbar über das tausendjährige Reich. Wenn einmal der Herr Jesus, der Messias, kommen wird, um diese Welt aus dem Fluch in den Segen zu führen. Und dann steht da, und er wird sein wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht. Ein Morgen ohne Wolken. Von ihrem Glanze nach dem Regen sprost das Grün aus der Erde. Diese Welt wird aufgrünen. Die Wüsten werden aufblühen, sagt uns Jesaja. Und das alles, wenn der Herr Jesus kommt wie ein Blitz und dann die Herrschaft annehmen wird. Auch davon spricht der Smaragd. Die fünfte Grundlage, Sardonyx. Auch auf Griechisch steht da im Grundtext Sardonyx. Sard bedeutet rot und Onyx Fingernagel. Und das sieht man hier sehr schön im Bild, diese verschiedenen Schichten im Gestein drin.
Es gibt die Farbe, die ganz typisch der Fingernagelfarbe entspricht, und dann eben dieses Rot, Blutrot. Ja, also nicht gerade das arterielle Blut, nicht dieser Farbe entspricht es, aber wenn das Blut schon ein bisschen fester geworden ist, kann es genau diese Farbtöne erreichen. Nun, wir haben hier zwei Dinge, Rot und Fingernagel. Rot, das hinweist auf das Blut, und Fingernagel, das hinweist auf die Menschenhände. Und so sagt der Herr Jesus, Matthäus 26, 45, siehe, die Stunde ist nahe gekommen, und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Was war das für den Sohn Gottes, sich so zu erniedrigen und dann bereit zu sein, in diese schmutzigen, von Sünde befleckten Händen von Menschen übergeben zu werden, die ihn schließlich misshandeln und töten würden. Aber der Herr Jesus war bereit, sich hinzugeben in die Sünderhände, um dann zu leiden bis aufs Blut. Und das wird uns ausgedrückt durch den Sardonyx. Das macht uns den Herrn so kostbar. Und wir haben doch eingangs gelesen, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und so wollen diese Edelsteine auch unsere Liebe zum Herrn wieder ganz neu entfachen, indem wir sehen, wer er ist und was er getan hat. Und nicht nur was, sondern auch wie er es getan hat. Und so werden unsere Herzen wieder entbrannt, entzündet für ihn. Offenbarung 21, Vers 20 spricht dann über die sechste Grundlage, Sardis. Griechisch Sardion. Da haben wir jetzt nur noch das Wort Rot. Nicht mehr Onyx drin. Und hier sieht man diese Beispiele von Sardis, die entsprechen ganz eindrücklich der Farbe des Blutes. Das ja unterschiedliche Farbtöne annehmen kann, eben je nachdem, ob es gerade frisch arteriell herauskommt oder ob es venöses Blut ist oder ob es schon etwas länger an der Luft war. Ja, aber hier sieht man das Blut sofort. Und so spricht der Sardis eben nicht, wie der Herr Jesus sich hingegeben hat, in Sünderhände, sondern hier wird einfach über das Blut Christi gesprochen. 1. Petrus 1, Vers 18. Indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid. Vers 19, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Es gab keinen anderen Weg, uns zu retten. Sonst hätte Gott diesen Weg gehen können. Aber es gab nur den Weg über das Blut des Herrn Jesus, das kostbare Blut Christi. Das wird in diesem Edelstein uns vorgestellt, vor Herzen gestellt. Dann kommen wir schon zu Nummer 7, der Chrysolith. Griechisch Chrysolithos, Chryso heißt Gold und Lithos Stein. Wir kennen das vielleicht von Lithographie, das ist nämlich die Steingrundlage, um Bilder zu machen. Ja, der Goldstein. Es gibt verschiedene Varietäten. Hier sehen wir ihn als Olivin von gelber Varietät. Der älteste Freund Hiobs hieß Eliphas. Mein Gott ist Feingold. Und so spricht Gold eben von der Gottheit. In 2. Korinther 5, Vers 20 lesen wir, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das Gold spricht von der göttlichen Herrlichkeit und damit auch von Gottes Gerechtigkeit. Und der Jesus ist also bereit gewesen, für uns diesen Weg zu gehen, dass er selber zur Sünde gemacht wurde. Von Gott dazu erklärt, als wäre er die Ursache gewesen der Sünde in unserem Leben, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Nicht, wie Luther übersetzt hier, zu schwach, damit wir die Gerechtigkeit hätten, die vor Gott gilt. Nein, es ist mehr. Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das geht viel weiter. Und so spricht eben dieser Edelstein von dieser Herrlichkeit der
göttlichen Gerechtigkeit, die unser Teil geworden ist. Durch den Glauben. Die achte Grundlage, Beryll, griechisch Beryllos. Es gibt auch da verschiedene Varietäten, aber eine sehr verbreitete Farbe ist gerade Aquamarin. Das heißt Meerblau, wie man das auch hier sehr ausgeprägt sieht. Sieht aus wie das Meer, aber da bewegt sich nichts, wenn man diesen Stein ansieht. Nicht so wie das Meer. Jesaja 57, 20. Aber die Gesetzlosen sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein, und seine Wasser wühlen Schlamm und Kot auf. Der Gottlose ist ein Mensch, der innerlich nie zur Ruhe kommt, keinen Frieden hat. Aber der Herr Jesus ist für uns gestorben, damit wir durch ihn Frieden hätten. Er breitet gewissermaßen die Arme aus in Matthäus 11, 28 und sagt, kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Durch das Bekenntnis unserer persönlichen Schuld im Gebet und durch die Annahme des Herrn Jesus als Retter können wir völlig abladen und innerlich völlig zur Ruhe kommen. Das ist etwas Gewaltiges, wenn man so ein entlastetes Gewissen bekommt. Diese Ruhe kennt die Welt nicht. Ist einzigartig. Aber die wird dargestellt in dem Beryll. Der erinnert an das unruhige Meer, aber ist alles statisch geworden. Völlig zur Ruhe gebracht in ihm. Befreit vom befleckten Gewissen. Ja, da sind wir schon bei Nummer 9. Da wird der Topas erwähnt. Griechisch Topazion. Und der Name kommt von einer Insel her. Es ist gewissermaßen der Stein von der Insel Topazos. Entspricht, wenn man auf einer modernen Karte nachschaut, der St. Johannesinsel im Roten Meer. Denn dort findet man viel Olivin, der jetzt eben dieser Varietät entspricht. Wir haben im Chrysolith eine gelbliche Varietät gefunden, nicht wahr? Und hier haben wir nun die olivgrüne Varietät, der Topas von der Insel Topazos. Aber das Wort Topazos hat als Wurzelbedeutung suchen. Also diese Insel Topazos ist eigentlich die Insel des Suchens. Wenn man dort sucht, findet man den Olivin. In Johannes 1, Vers 41 finden wir Andreas. Da heißt es, dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das war eine Entdeckung. Wenn ein Jude das sagen kann, Matzanu et HaMashiach, wir haben den Messias gefunden. Und die Väter haben so jahrhundertelang gewartet. Wann kommt der Messias? Wann kommt der Messias? Dabei sind schon 2000 Jahre gekommen. Und Generationen fragen, wann kommt der Messias? Wann kommt der König Messias? Und dann einer findet ihn und kann sagen, wir haben den Messias gefunden. Das ist dieser wunderbare Topas. Der Stein, nach dem man suchen muss, um ihn zu haben. Oder in Johannes 1, 45 von Philippus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von welchem Moses in dem Gesetz geschrieben und die Propheten. Jesus, den Sohn des Josef, den von Nazareth. Herrlich. Nicht wahr, da gab es viele, die haben verächtlich gesagt, Jesus, der Sohn des Josef. Ja, weil Josef war ja sein Pflegevater. Aber ist ja schon interessant, im rabbinischen Judentum hat man ja schon vor Christi Geburt gemerkt, im Alten Testament wird der Messias mal beschrieben als leidender Messias, Jesaja 53, Psalm 22, hat man als Stellen auf den Messias hin gedeutet in der Antike, auch noch im Talmud. Und dann hat man andere Stellen, da wird gesprochen von einem König, der herrscht in Macht und in Gerechtigkeit. Wie bringt man das zusammen? Und dann haben sie gesagt, es sind zwei verschiedene Messias. Mashiach ben Yosef
Der Messias, der Sohn Josefs, das ist der, der leidet, so wie Josef gelitten hat. Und Mashiach ben David, Messias, Sohn Davids, das ist der, der herrscht wie David. Aber das Neue Testament sagt uns, nein, es gibt nur einen Messias. Hier, wir haben den gefunden. Jesus, den Sohn des Josefs. Das ist Mashiach ben Josef. Messias, Sohn des Josef. Der leiden musste, jawohl, von seinen Brüdern verworfen, jawohl. Aber das ist nicht alles. Später stieg er auf zum Herrscher. Über seine Brüder und über die Welt, über Ägypten. Das ist der gleiche, der gelitten hat, der auch herrschen wird. Und so ist der Herr Jesus über Maria zurück, bis auf Nathan, dann auf Salomo, dann auf David, ist er ein Nachkomme von David. Und Josef selber ist auch ein Sohn Davids, nämlich über Salomo. Eine Linie, die sich 1000 Jahre vorher getrennt hatte. Ja, und so ist der Herr Jesus eben beides. Aber hier sagt Philippus, wir haben den gefunden. Jesus, den Sohn des Josef. Jetzt kommen wir zum 10. Chrysopras. Chryso, was wissen wir, was das heißt? Gold. Und Pras, Brasos, ist Lauch. Der Goldlauchstein. Aber das kann man hier auf dem Bild sehr gut nachvollziehen. Man hat beide Farbtöne drin. Das Gold und das typische Lauchgrün. Ja, die Israeliten befreit aus der Sklaverei und der Unterdrückung Ägyptens in der Wüste. Und dann kommt dieses Murren. 4. Mose 11, Vers 5. Wir gedenken der Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, der Gurken und der Melonen und des Lauchs und der Zwiebeln und des Knoblauchs. Sie waren nicht mehr zufrieden mit diesem Brot aus dem Himmel, das von Jesus Christus spricht, sondern sie wollten die Nahrung Ägyptens. Und fällt auf, das meiste ist gar nicht wirklich Nahrung, sondern einfach so dazu, oder? Ja, also bitte, wenn es das wäre, Knoblauch und Zwiebeln, einfach dazu und alles mit Maß, oder? Und daneben auch noch der Lauch. Ja, plötzlich sehen sie das alles mit rosa Brillen. War so wunderbar, als wir noch in der Sünde lebten und geknechtet waren, nicht wahr? Und gelitten haben, war doch eine schöne Zeit, nicht wahr? So verrückt sprechen die hier und denken an den Lauch. Der Lauch spricht von der Speise Ägyptens, von dem, was das Fleisch, von dem sich das Fleisch unter der Herrschaft Satans ernährt hat. Aber in Apostelgeschichte 13, 39 lesen wir, und von allem, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem jeder Glaubende gerechtfertigt. Das ist das Wunderbare. Der Herr Jesus, durch sein Werk kann er die Sünde so wegmachen, dass Gott einen Menschen gerecht sprechen kann. Trotz der Vergangenheit, trotz des Lauchs in Ägypten. Und so spricht das Gold eben von der Gerechtigkeit Gottes und der Lauch von dem Leben in der Sünde. Aber der Chrysopras spricht davon, dass Menschen von allem gerechtfertigt worden sind durch den Glauben. Die ganze Vergangenheit ausgelöscht, alles geordnet. Das ist die Herrlichkeit des Chrysopras. Und jetzt kommen wir schon zu 11. Hyazinth. Im Griechischen steht Hyakintos, das heißt Hyazinthfarben. Das heißt also wie die Blume mit dem Namen Hyazinthe. Es gibt da verschiedene Ausprägungen, dunkelblau, dunkelrot. Hier habe ich ein Beispiel mitgebracht von einer Hyazinthe und daneben den Stein, der eben an diesen Farbton erinnert. Heute nennt man diesen Stein, den ich da auf dem Bild hingesetzt habe, Zirkon. Ich habe ja gesagt, das ist manchmal ein Problem bei gewissen Edelsteinen, da wechseln die Namen, aber man kann dem auf den Grund kommen. Nun, wovon sprechen die Blumen? Sie sprechen von der Auferstehung. Ich war nach dem Wintertod. Die erste Blume, die beginnt zu blühen das in Israel, das ist der Mandelbaum. Der Ende Januar, Februar mit seinen Blüten das neue Leben ankündigt. Und dann kommen all die anderen Blumen im Land. So wie in Hohelied 2, die Zeit der Blumen ist gekommen. Dann wird der Früh, das,
wird der Frühling beschrieben. Und das ist die Zeit eben des neuen Lebens nach dem Tod. Und so sprechen eigentlich alle Blumen im Frühjahr von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, der aus den Toten auferstanden ist. Kolosser 1, Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang habe. Natürlich, die Gläubigen werden auch auferstehen, zu der gleichen Auferstehung des Lebens wie der Herr Jesus, aber er ist der Erstgeborene der Toten. Er ist der Erste, der auferstanden ist und nicht mehr stirbt. Und noch etwas ganz besonders Kostbares. Der Herr Jesus hat sich selber auferweckt. Ja, in Johannes 10 sagt er, niemand kann mir das Leben nehmen. Ich habe Gewalt, das Leben zu lassen und auch das Leben wieder an mich zu nehmen. So sehen wir darin die Gottheit des Herrn Jesus erwiesen, dass er einerseits bereit war, als Mensch in den Tod zu gehen, aber er hat sich auch selber erweckt. Am dritten Tag das Leben wieder an sich genommen. Natürlich, er wurde auch durch die Kraft des Geistes auferweckt, 1. Petrus 3. Er wurde durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt, Römer 6. Das ergänzt sich alles, aber die Bibel sagt, dass der Sohn Gottes selber das Leben wieder an sich genommen hat. Und davon spricht der Hyazinth, der die 11. Grundlage des neuen Jerusalems schmückt. Und da kommen wir auch schon zum Ende. Der 12. Stein ist der Amethyst. Ein eigenartiger Name, auf Griechisch Amethystos. Das kommt von Amethysos, nicht betrunken. A ist die Verneinung. Das haben wir auch in gewissen Wörtern, Fremdwörtern. Atonal ist nicht tonal. Anormal ist nicht normal. Amethyst, das ist der der Stein der Nicht-Betrunkenheit. Nun, woher kommt denn dieser Name? Das ist ganz eigenartig. Im Okkultismus hat man die Dinge alle verdreht. Nicht wahr? Im Zusammenhang mit Edelsteinen. Das sind so unsinnige Ideen. Man meint, Steine hätten irgendwelche Kräfte. Nein, die Bibel macht ganz klar, das sind einfach Geschöpfe Gottes, die von Gottes Herrlichkeit sprechen. Aber die Okkultisten, die sagen, wer einen Amethyst trägt, der wird bewahrt vor Trunkenheit. Das muss man nicht so machen. Man muss einfach wissen, wie viel darf man und dann hört man auf. Dann geht es automatisch, da hat es keinen Stein. Ja. Der Herr Jesus hat die Botschaft dieses Steines wunderbar erfüllt. Nicht wahr? Der Stein ist so ein bisschen weinfarben, aber nicht ganz typisch Wein, oder? Man müsste ja einiges Wasser hineintun. Ja, genau, so haben ja die Alten Wein getrunken. Vor 2000 Jahren, auch im Land Israel, hat man Wein viel häufiger getrunken im Alltag, weil eben das Trinkwasser nicht hygienisch war. Und so hat man eben ein bisschen Wein genommen, mit dem Trinkwasser vermischt, als Desinfektion. Und darum übrigens auch, als der Herr das Abendmahl austeilte, das war, man hat normalerweise, auch im alten Israel, den Wein nicht 100% getrunken, so wie wir das tun. Also ich meine nicht 100% Alkohol, sondern 100% Wein, ja? Nicht das Gleiche. Aber verdünnt mit Wasser. Und dann gibt es genau diese Farbe, kann das daheim mal ausprobieren, die Farbe vom Amethyst. Ja, und so kann man natürlich ohne Problem ein zweites Glas trinken, ja? Das ist ganz anders, wenn es verdünnt ist. Übrigens, Timotheus, hat ja oft Bauchschmerzen und Übelkeit gehabt. Und Paulus sagt wörtlich, sei nicht länger ein Wassertrinker, sondern nimm ein wenig Wein um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. 1. Timotheus 5. Also er war strikt dagegen, auch ein bisschen Wein zu nehmen fürs Trinkwasser, desinfizieren. Aber Paulus sagt, in deinem Fall wäre das schon gut, eben wegen der Desinfektion. Und das ist war der Grund für manche Magen. Leiden bei Timotheus. Also, der Stein spricht von dem Herrn Jesus. Er litt am Kreuz ohne schmerzstillende Drogen, bei vollem Bewusstsein. Manchmal haben nämlich Soldaten ein bisschen Barmherzigkeit trotz ihrer harten Herzen gehabt mit Gekreuzigten.
Und dann haben sie ein bisschen Betäubungsmittel ins Getränk getan. Matthäus 27, 34, da gaben sie ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken. Und als er es geschmeckt hatte, wollte er es nicht trinken. Das Wort Galle, griechisch Cholé, bezeichnet einfach etwas Bitteres, das man in das Getränk hineingetan hat mit einem Opiat. Als Schmerzstillung. Und als der Herr Jesus das gemerkt hat, da ist das drin, hat er den Essig, der war ja ein beliebtes Durstlöschgetränk bei den römischen Soldaten, ich kann das nicht gut verstehen, aber das war so, natürlich verdünnt, ja, verdünnt. Aber als der Herr Jesus das merkt, trinkt er es nicht, weil er der Sündenträger sein wollte bei vollem Bewusstsein. Das hat nichts damit zu tun, dass wir keine Schmerzmittel nehmen dürften. Aber der Herr Jesus wollte der Sündenträger sein, der unter dem Zorn Gottes litt, ohne irgendwelche Einschränkung durch eine Betäubung, durch ein Schmerzmittel. Und davon spricht der 12. Stein. Und wenn wir in Gedanken wieder neu diese Bedeutungen durchgehen, dann wird doch der Herr Jesus wieder ganz groß als der Gottes unaussprechliche Gabe ist und der es allein verdient, den ersten Platz in unserem Leben zu haben. Und der sich auch nicht zufrieden gibt mit dem zweiten. Darum sagt er auch in Offenbarung 2, wenn du nicht Buße tust, so werde ich deinen Leuchter hinwegrücken. Nur der erste Platz gebührt ihm. Aber er ist so wunderbar und darum wollen wir ihm doch diesen Platz geben.